liebe Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Direktvergleichstest. Ja, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich mal ein paar mehr Direktvergleiche machen soll. Und natürlich darf da ja der Direktvergleich mit einem 5-0er, wo es doch 2020 so beliebt war, tatsächlich nicht fehlen. Ja, und somit bewegen wir uns wieder einmal in der Kategorie Industriestandard Discounter-Biere. Und zwar habe ich jetzt hier das günstigste Bier. Ich glaube, 23 Cent sollte die Flasche hier kosten. Oder waren es 24 Cent? Ich weiß es nicht. Das gute Otto Reichelt-Pilz, was es hier noch bei uns gibt. Und tatsächlich nicht Edeka weichen musste. Das heißt, das bekommt man immer noch mit großer Erfreundnis natürlich auch gekauft, gerade für den günstigen Preis. Und natürlich das legendäre 5-0er-Pilz. So, zweimal Tastingglas. Im Einzeltasting hatten wir sie beide schon gehabt. Und ich würde sagen, beginnen wir einfach mal, um herauszufinden, welches schmeckt geschmacklich tatsächlich intensiver, ist spannender, ist interessanter, welches würde ich bevorzugen. Ich habe schon eine Tendenz, bin aber trotzdem nicht voreingenommen, weil ich diesen Direktvergleichstest tatsächlich auch noch gar nicht hatte. Ich würde sagen, beginnen wir einfach mal hier vom Design, brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten, ja, Reichelt-Pilz halt, ne? Wie man es kennt, das hat sich tatsächlich auch nicht geändert, Otto Reichelt und ja, 5-0er ist klar, Kultdose. Machen wir mal auf. Kapsel ist nicht bedruckt. Lass liegen, tritt sich fest. So, Entspannungsverdampfung, okay, ist da vorhanden. Dose machen wir natürlich auch auf. So, offen ist sie. Würde ich sagen, versuchen wir sie mal ordentlich einzuschenken, sodass wir wirklich ein schönes Ergebnis haben. 5-0er beginnen wir. So, ich mache mittleren Einschank. Einmal. Jetzt das Reichelt-Pilz hinterher, ebenfalls mittlerer Einschank. So. So, da haben wir beide im Glas drin. So. Was fällt uns auf, Freunde? Ich würde sagen, wenn ich dazu, selbst wenn wir jetzt hier noch ein Schlückchen zugeben, ich sehe gerade, so. Sehen sie erstmal aus wie ein Pilzbier, oder? Können wir erstmal so durchgehen lassen, würde ich sagen. Beim 5-0er haben wir zwei Fingerbreite Blume. Ja, beim Reichelt haben wir auch knapp zwei Fingerbreite Blume. So erstmal vom Aussehen her, wenn ich mir so beide betrachte, ich halte das mal kurz gegen die Softbox. Von der Blume her sind sie fast gleich. Ich würde sagen, das 5-0er ist von der Blume her ein kleines bisschen cremiger. Nicht ganz so eine großen Luftbläschen sind drauf und das Reichelt-Pilz zerfällt ein bisschen schneller als das 5-0er. Ich halte es mal beides rein, dann könnt ihr euch das selber mal angucken. So schaut das Ganze aus. Wie gesagt, aber das ist wirklich minimal. Und auch wenn ich jetzt beide so schwenken tue, dann sehen wir auch schon, ja, hier bleibt es ein bisschen länger haften. Also wie ich schon gesagt habe, das 5-0er ist in der Blume ein ganz, ganz kleines bisschen kompakter, ein bisschen interessanter, wie ich finde. Von der Blume, aber 90 Sekunden würden beide durchhalten. Schauen wir uns das mal an, wie sie sich im Farbspektrum bewegen. Hier sehen wir einen deutlichen Unterschied. Also wie gesagt, da ist die Softbox, ich gucke mir das direkt an. Das 5-0er ist im Farbspektrum auf jeden Fall dunkler als das Reichelt-Pilz. Das Reichelt-Pilz ist ganz klar heller. Jetzt so, wenn man es direkt vergleichen tut, ja, eindeutig. Da geht das hier viel mehr in so einen Goldton rein, richtig schön kräftiges Getreidegold. Das Reichelt-Pilz hingegen ist ein bisschen verblasster. So, ich halte es mal beide so rein. Vielleicht könnt ihr es erkennen in der Kamera. Ich weiß es nicht, ob der Greenscreen das ermöglicht. Aber das ist schon mal so der Unterschied. Von der Tiefe her ist auch 5-0er ein bisschen tiefer als das Reichelt. Reichelt hingegen ein bisschen verwässert. Von der Spritzigkeit allerdings punktet hier das Reichelt-Pilz. Karbonisierung ist hier deutlich mehr. Also es perlt deutlich stärker ab als jetzt hier das 5-0er. So. Also so ist erstmal die Bestandsaufnahme. Freunde, wenn ich das mir so betrachte, ich finde, beide sind von der Optik, von der Ästhetik für ein Discounter-Produkt und in der Preisklasse, wir bewegen uns hier wirklich bei extrem günstigen Biere, Industriestandard, muss ich sagen, wow, das sieht wirklich gut aus. Das ist zwar noch nicht ganz ein frisch gezapftet aus dem Hahn, ja, wenn du in der Wirtshaus bist, aber das ist völlig in Ordnung. Hier Dose, da Flasche, super. Reichelt-Pilz gibt es übrigens nicht in der Dose, müssen wir nochmal so sagen. Ja, von der Optik, von der Ästhetik, Leute, da kannst du locker 4 oder sogar 5 von 5/6 möglichen Punkten geben. Sehen super aus, also da ist beides absolut top. Schnuppern wir mal an, mal sehen.
malzig, würzig und nach hinten raus, ja, wie man es beim Otto Reichelt halt kennt, schon ein bisschen herber, ne, ausgeprägt. Brotnote deutlich wahrnehmbar. Mal sehen hier, hier wäre schon so oft jetzt dran geschnuppert. Ja, das ist halt, okay, also das sollten wir vielleicht nochmal kurz gucken. Wie viel hat denn das hier? Das hat 5% Umdrehungen. Naja, und hier brauche ich gar nicht raufzugucken, steht ja auch drauf, 5%. Also beide haben die gleiche Umdrehungszahl. Beim 5-0er kommt der Alkohol allerdings krasser durch. Also es wirkt im Geruch irgendwie vom Bouquet aus her wuchtiger, alkoholischer, spirituoser irgendwie. Lieblicher, es wirkt lieblicher. Und nicht ganz so hopfig wie das Reichelt hier. Huch. Ja, eindeutig. Grasiger, floraler. Vom Geruch her ist das Reichelt ganz klar floraler, also irgendwie mehr nach dem Hopfen. Also hier hast du wirklich, so das ist noch so, wie ich sage, das ist eigentlich richtig Pilzbier. Das hier jetzt im Direktvergleich ist eher eigentlich... Haltet mich nicht für verrückt, Freunde, aber dann im Direktvergleich, jetzt riecht das fast wie so ein, ja, ein tschechisches, ne? So richtig so ein böhmisches Pilz, so in diese Richtung. Und das hier ist eigentlich eher so norddeutsch, also... Ey, das ist immer so spannend, diese Direktvergleichstests, ja. Hätte ich gar nicht gedacht jetzt. Also, ich bin ehrlich, Freunde, vom Bouquet her, das hier duftet wesentlich besser als das 5-0er, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so, und ist sogar noch günstiger. Probieren wir mal. Als erstes werden wir wie immer das 5-0er uns mal gönnen. Zum Wohl, ihr Lieben. Ja. Klassisch, wie man es kennt. Sehr gut. Schön ehrliches Pilz. Endtrunk. Oh. Okay. Ja, okay. Damit hätte ich jetzt... Oh Gott, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, Freunde. Das Reichelt ist tatsächlich... Man hat es auch rausgerochen. Also von der Hopfung her, von der... wie er sich präsentiert, der Hopfen, wie er rausgearbeitet ist in der Textur, ist beim Otto Reichelt der Hopfen ganz klar, ne, im Vordergrund. Also das merkst du auch. Wenn man sich über norddeutsches Pilz unterhalten würde, würde man ganz klar sagen, ja, das ist hier schon, das kommt schon ran. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das ist noch herber als das Flens oder das Holsten, aber das geht schon deutlich in diese Richtung. Es ist klarer definiert. Das 5-0er hingegen hat einen viel betonteren Malzkörper. Das ist viel lieblicher, das ist viel wuchtiger tatsächlich auch, komplexer in der Textur und nach hinten raus gar nicht mal so herb. Als wir es mit dem Oettinger verglichen haben, da haben wir festgestellt, da war das 5-0er tatsächlich sogar noch herb. Jetzt merkt man erstmal, wie das Oettinger Pilz eigentlich süß ist. Verrückt, Freunde. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Also diese Direktvergleichstests, ja, liebe Bierfreunde, das ist wirklich immer sehr, sehr spannend. Das ist immer so krass, dass das anders ist als im Einzeltasting. Der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Das ist eindeutig. Ja. Freunde, wir können diesen Direktvergleichstest beenden. Also, jetzt müssen wir objektiv sein. Es gilt jetzt keine Subjektivität, sondern Objektivität. Und ich bin ehrlich, Freunde, ich bin wirklich ehrlich. Auch wenn ich dieses 5-0er absolut hype, wegen dem Design, wegen dem Geschmack, wegen dieser Schlichtheit, wegen diesem Kultstatus, wegen dem Geschmack, ich mag's. Es hat sich einfach 2020 verbessert und nicht ich merke das alleine, sondern ihr ja auch und alle, die es kaufen, das wird ja palettenweise aus den Läden getragen. Steht das 5-0er aber mit dem Otto Reichelt gegenüber, das gute alte Otto Reichelt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, in der Kategorie Pilzbiere hat das hier die Nase vorn. Das ist wesentlich herber im Abgang, es ist schlichter und es erinnert tatsächlich viel, viel mehr an ein norddeutsches Pilzbier als das 5-0er. Und das ist wirklich ganz, ganz deutlich herauszuschmecken im Direktvergleichstest. Hier
ganz klar malzbetonter. Das ist viel wuchtiger, viel süffiger, viel gehaltvoller als das Reichelt. Das Reichelt hat einen ganz, ganz knackigen, ausgeprägten Malzkörper. Leichte Fruchtigkeit, überreife Apfel, überreife Birne und dann kommt total floral. Total floral, nämlich hopfig, so muss es sein. Schön herb, schön bitter, so stellt man sich ein norddeutsches Pilzbier vor. Hier hingegen stellt man dann fest, huch, das ist aber malzbetont. Das ist ja viel lieblicher, viel alkoholischer, viel mehr noch in der Textur drin zu finden, als einfach nur ein schlichtes Pilz. Das hätte ich nicht gedacht, Freunde. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Fazit. Qualitativ hochwertig, meines Erachtens absolut nach wie vor. Gibt's eine Empfehlung, schön gut runtergekühlt, perfekt. Begleitet dich als All-Days-Bier. Kannst du immer trinken, ist süffig für jede Gelegenheit. Hier hingegen absolut günstig. Wie gesagt, das günstigste Bier in Deutschland sollte es eigentlich sein. Wenn die im Angebot sind, da kostet der ganze Kasten da 3 Euro oder was. Und dann ist fertig. Sind wir auf der sicheren Seite, machst du nichts falsch. Ist ein Traditionsbier, Reichelt. Mehr brauchen wir nicht zu sagen. Otto Reichelt. Und da haben wir es mit einer Ehrlichkeit zu tun. Das kommt hier tatsächlich mehr an ein norddeutsches Pilz an. Und aus diesem Grund, das muss man wissen jetzt, aus diesem Grund, was man halt lieber mag. Ich selber mag lieber die herberen Biere. Ich habe keine Hopfenallergie. Grüße gehen raus an den Florianus. Und aus diesem Grund würde ich mich tatsächlich, wenn ich ein ehrliches Pilzbier haben will, für das Otto Reichelt entscheiden. Ganz klar, 5/5/6 möglichen Punkten. Für den Preis, da machst du nichts falsch. Jetzt wäre mal interessant, den Konkurrenten, das Eberpilz mit der neuen Rezeptur aus dem Penny. Das wäre jetzt nochmal interessant. Reichelt VS Eber. Sollten wir vielleicht auch nochmal im Auge behalten, da auch nochmal einen Direktvergleichstest zu machen, weil das Eber auch extrem herb war, ne? Also für, sage ich mal, Discounter-Kategorie. Hier hingegen dann auf dem zweiten Platz, dennoch aber trotzdem 5/5 Punkte, weil im Einzeltasting, wie gesagt, das ist ein All-Days-Bier. Ja, das kannst du immer trinken, da machst du nichts falsch, kannst immer den Gästen anbieten, da das passt. Also aus diesem Grund, 2 hochwertige Biere aus der Kategorie Discounter. Aber mehr oder näher an einem Pilzbier dran ist ganz klar das Otto Reichelt. Und ich habe mich wieder verhauen. Ich hätte vor dem Test, habe ich noch gesagt, Biersüffler, eigentlich ist die Entscheidung schon klar, das 5-0er wird der Zugpferd sein. Pustekuchen. Und wieder einmal ist es bestätigt, wie wichtig diese Direktvergleichsbiertests sind, um einfach nochmal die Unterschiede in diesen Bereichen herauszulesen, herauszukristallisieren. Dass man wirklich sagte, wow, da hast du jetzt was. Da hast du mal eine Aussage im Direktvergleichstest. Weil ihr, wenn ihr jetzt im Supermarkt geht und ihr entdeckt das Otto Reichelt hier beim Edeka, dann würdet ihr sofort sagen, wow, das nehmen wir mit. Wahnsinn, Freunde. In dem Sinne, das war's gewesen mit dem Direktvergleichstest. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler. Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier gleich noch ein bisschen Bier zu trinken.